Ich bin der Flemmer Schale von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstraße 19 bzw. Grendel 19, 6410. Und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Montag, den 27. September 2021, und sind bei der Aufgabe Nummer 3a. Jetzt haben wir hier Folgendes. Jetzt haben wir Folgendes, wir haben hier einen Term, 2x² minus x plus 1. Und wir haben drei Werte, wir haben einmal den Wert 1, 0, also plus 1, 0 und minus 1. Die Frage ist, mit welchem von diesen Werten wird unser Term am grössten? Und mit welchem Term am kleinsten? Also wenn wir 1 einsetzen, das heisst, wir sagen, ja, das ist unsere Funktion, abhängig von 1, oder wir setzen es einfach mal ein. Also wenn wir es 1 einsetzen, dann haben wir da 2 mal 1 im Quadrat minus 1 plus 1. Und das ist 2 mal 1 minus 1 plus 1, das da hinten geht noch, minus 1 plus 1. Ja. Also geht das insgesamt einfach 2. Gut. Wenn wir 0 einsetzen, dann haben wir 2 mal 0 im Quadrat, minus 0 plus 1. Ja, also wir setzen es ja da ein, da oben. Und das geht 2 mal 0 im Quadrat. Was geht das 0 mal 0? Das geht 0. Und 2 mal 0 geht auch wieder 0. Minus 0 plus 1, also haben wir da 0, 0 und dann einfach 1. Und wenn wir minus 1 einsetzen, dann haben wir 2 mal minus 1 im Quadrat, minus und nachher minus 1 plus 1. Und das ist wiederum 2 plus 1 plus 1. Also haben wir da 4. Heißt also, der Term ist dann am grössten, wenn x gleich minus 1 ist. Ja, dann ist er am grössten, unser Term. Und am kleinsten ist der Term dann, wenn der Term eben was ist? Wenn der Term gleich 0 ist. Gut.